Liebe Zuschauer, heute möchte ich Ihnen einen außergewöhnlichen kleinen Freund aus der heimischen Fauna vorstellen, der lange Zeit als ausgestorben galt. Der Neandertaler Kampfbiber. Jahrtausende lang hinterließ der wehrhafte kleine Geselle seine verräterischen Spuren in der geschichtsträchtigen Region. Dank des entschlossenen Einsatzes einer örtlichen Werbeagentur gibt es im Tal seit kurzem wieder eine Kampfbiberpopulation, die trefflich gedeiht. Seine nahen Verwandten kennen wir ja in erster Linie als geschickte Baumeister. Im Unterschied dazu sind die Tiere, welche die Wunderknaben-Mitarbeiter liebevoll von Hand aufziehen, auch im Rückbau größerer Strukturen sehr bewandert. Die Kinderstube der Kampfbiber mag possierlich wirken, aber man darf sich vom harmlosen Schein nicht trügen lassen. Ausgewachsene Kampfbiber sind äußerst wehrhaft. Mühelos brechen sie aus Käfigen aus und überwinden selbst hohe Hürden. In Freiheit zeigen sie ein ausgeprägtes Revierverhalten. Das geht so weit, dass Kampfbiber die Bauten von Nebenbuhlern einfach einreißen. Mit spektakulären Folgen, die großen Schauwert haben. Wettbewerbern den Kampf ansagen und Zähne zeigen. Diesem Prinzip folgen auch die Zieheltern der Kampfbiber. Für die Zukunft ist geplant, einige ausgewachsene Tiere am nahegelegenen Hornbach auszuwildern. Praktiker nehmen an, dass das schwerwiegende Auswirkungen auf diesen Lebensraum haben wird. Erste Versuche, die agilen Agenturhaustiere über Artengrenzen hinweg zu kreuzen, haben zwar noch nicht ganz den gewünschten Erfolg gezeitigt. Trotzdem fehlt es den Mitarbeitern der Agentur offensichtlich auch so nicht am nötigen Biss.